Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie der Press Reader am PC funktioniert. Mit meiner Bibliothekskarte kann ich mich kostenlos bei Press Reader anmelden. Ich klicke als erstes auf Library or Group. Dann öffnet sich ein Menü, wo ich die Stadtbibliothek Erlangen auswählen muss. Und dann gebe ich die Benutzernummer von meiner Karte ein und mein Passwort. Und dann muss ich nur noch auf Anmelden klicken. Als nächstes öffnet sich ein Fenster mit dem Logo der Stadtbibliothek. Das klicke ich erstmal weg und komme so zur Home-Seite vom Pressreader. Hier habe ich nun schon tagesaktuelle, interessante Artikel, die ich lesen könnte. Links gibt es ein Menü zum Navigieren und rechts oben lässt sich auch nochmal ein Menü ausklappen und ein Suchschlitz. Ich öffne jetzt zunächst das Menü links oben und wähle dort Publikationen aus. Rechts wird mir eine Auswahl an Zeitungen und Zeitschriften angezeigt. Links gibt es wieder ein Menü, mit dem ich durch alle Zeitungen und Zeitschriften vom Pressreader navigieren kann. Ich kann nach Ländern, Sprachen, Kategorien oder Publikationstypus auswählen. Ich wähle jetzt erstmal Länder aus und suche dann Vereinigte Staaten von Amerika. Rechts werden mir dann Zeitungen und Zeitschriften aus den Vereinigten Staaten angezeigt. Links kann ich weiter navigieren. Ich kann es auf eine Region begrenzen oder eine Kategorie auswählen. Ich wähle jetzt mal die Chicago Tribune aus. Nun öffnet sich die aktuelle Ausgabe von der Chicago Tribune. In der ersten Ansicht habe ich viele Möglichkeiten, mit der Zeitung umzugehen. Ich könnte das Herz anklicken und die Chicago Tribune zu meinen Ausgaben hinzufügen. Ich könnte sie drucken. Ich könnte die Textansicht wechseln. Ich könnte es mir vorlesen lassen. Wenn ich rechts auf dem Pfeil gehe, kann ich erstmal durch die Zeitung blättern. In der unteren Leiste wird mir das Inhaltsverzeichnis angezeigt, damit ich leichter durch die Zeitung navigieren kann. Ich kann auch immer die Ansicht wechseln. Möchte ich einen Artikel jetzt genauer lesen, klicke ich einfach seine Überschrift an und schon wird er mir in der Textansicht angezeigt. So kann ich den Text ganz komfortabel lesen. Und an jedem Ende von einem Artikel habe ich weitere Möglichkeiten. Ich kann einen Kommentar schreiben, ich kann den Beitrag teilen, kommentieren, ein Lesezeichen setzen und noch viele weitere Möglichkeiten. Ich setze jetzt mal ein Lesezeichen und wähle aus, dass ich es zu meinem Channel, zu meinem Kanal hinzufügen möchte. So wird es in meinem Konto gespeichert. Über dem Pfeil links oben komme ich wieder ganz zurück zur Home-Seite. Ich gehe wieder auf das Menü links oben. Dort habe ich noch weitere Möglichkeiten. Ich kann noch verschiedene Sachen einstellen und wenn ich oben auf Nickname drücke, öffnet sich mein eigener Kanal, mein Konto sozusagen. Hier finde ich jetzt die Artikel, die ich vorhin mit einem Lesezeichen versehen habe und kann ganz einfach loslesen. Nach eurer ersten Anmeldung öffnet sich folgendes Fenster. Hier könnt ihr eine E-Mail, ein Passwort und euren Nachnamen und Vornamen hinterlegen. So schaltet ihr alle vorgestellten Funktionen frei. Und wenn ihr euch einmal mit eurer Bibliothekskarte angemeldet habt, müsst ihr es die nächsten 30 Tage nicht machen. Erst dann ist wieder eine Anmeldung erforderlich. Ich werde jetzt gleich mal loslesen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.